Ja, Corona und die deutsche Wirtschaft. Ausnahmsweise mal ein Video auf Deutsch. Ich gucke mir das gerade hier so ein bisschen an. Aus der Distanz gucke ich nach Deutschland und sehe, wie sich da alle Sorgen machen und natürlich auch wirklich Grund zur Sorge haben wahrscheinlich. Ängste gibt es. Und ich versuche immer so ein bisschen, wenn irgendwie was, weiß ich nicht, mal eine schlechte Nachricht kommt, versuche ich immer irgendwie das erstmal gucken, was gibt es denn da, wo man dankbar vielleicht für sein kann. Und beim Coronavirus oder auch bei, ja, also jetzt in dem speziellen Fall, da, ja, frage ich mich, wo kann man dafür dankbar sein? Was gibt es da Gutes? Und da gibt es natürlich einiges Gutes, das uns aber erstmal vielleicht nicht so ganz worüber wir uns nicht im Klaren sind. Und das fängt aber an, uns klar zu werden, wenn wir mal so ein bisschen Distanz nehmen und mal das Große und Ganze uns anschauen. Die deutsche Wirtschaft hat seitdem es sie gibt, so gehandelt, dass Geld wichtiger wäre als die Natur. Wir haben vielleicht mal Win-Win-Situationen gehabt, wo halt der Kunde genauso gewinnt wie der Verkäufer meinetwegen. Aber wir haben Win-Win-Win, also dass die Natur gleichermaßen gewinnt, haben wir eigentlich, so haben wir nicht gehandelt. Und mittlerweile gibt es in Deutschland Gesetze, die uns alles Mögliche erlauben. Also Gesetze sind natürlich von Menschen für Menschen gemacht. Und in einer Demokratie, die so, na, ich sag mal, vom Kapitalismus verseucht ist, wie die deutsche Demokratie, wo Motivationen von Politikern teilweise sehr fragwürdig sind, ja, da ist natürlich auch letztlich, kommt die Natur ein bisschen zu kurz. Und wir wissen ja, dass wir von der Natur abhängig sind. Wir sind ja Natur. Ne? Egal wo wir sind, Natur ist der einzige Ort der Welt. Und wenn es der Natur gut geht, geht es uns auch gut. Wenn es der Natur schlecht geht, geht es uns natürlich auch schlecht. Und zu sagen, wir haben meinetwegen kein Geld für Naturschutz, ist eigentlich ein komischer Satz, denn wir sind Natur gemacht. Geld ist menschgemacht. Ja. Jedenfalls zahlt sich das gerade nicht aus, wie wir gedacht haben. Also im Prinzip kriegen wir jetzt zurückgezahlt und wir kriegen eine Rechnung, also jetzt nicht nur was Coronavirus angeht, sondern generell auch meinetwegen Klimawandel oder Artensterben, Rechnungen, die wir nur mit unserem Leben bezahlen können, nicht aber mit Geld, wo wir einfach von mehr machen könnten, mehr erfinden könnten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was die Gesetze in Deutschland erlaubt haben, halt über Leben und Tod im Rest der Natur zu entscheiden, ohne dass wir uns selbst an die Naturgesetze, also an die Gesetze der Natur halten, die da zum Beispiel wären, dass man nur so viel nehmen darf, wie man wirklich zum Überleben braucht. Ja, jeder, der erfolgreich in der Natur überlebt, nimmt nur so viel, wie er tatsächlich zum Überleben braucht. Und wenn man da mehr nimmt, dann wird man nicht geduldet. Und tja, tja, Kreuzfahrten, Avocados kaufen, Fleisch essen, also die Liste dessen, was wir als okay denken, was uns die Werbung nahelegt, wie wir handeln sollen, was unser Status quo ist, was überhaupt erlaubt ist, was aber wirklich mehr Teil des Problems als Teil der Lösung ist, diese Liste ist riesig, riesig lang und wissen eigentlich schon lange, wir können so nicht weitermachen. Und jetzt auf einmal alles, also sehr, sehr viel, was wir made in China auf einmal nicht mehr bekommen können. Die Handelsweisen, dass wir alles Mögliche outsourcen, was unsere Überlebensprioritäten angeht. Also Überlebensprioritäten, das, worauf wir uns eigentlich beschränken sollten, das ist nämlich Nahrung, Wasser, Luft, Gesundheit, Gemeinschaft und Schutz. Ja, das sind unsere 6 Überlebensprioritäten. Und Mobilität zum Beispiel gehört gar nicht dazu. Ja, und wir setzen uns gerade, ne, zerbrechen uns den Kopf darüber, wie kriegen wir Mobilität klimaneutral? Ja, so dürfen wir gar nicht denken eigentlich. Denn Klimawandel ist ja auch nur eins von vielen Symptomen und jetzt beschäftigen wir uns so viel mit Klimawandel. Jedenfalls die deutsche Wirtschaft, auf den ersten Blick wird jetzt wahrscheinlich durch das Coronavirus und die Einschränkung, was Handel und Reisen angeht, sehr, sehr leiden. Letztlich wird es aber hoffentlich vielleicht
ja, eine Art Filter sein, wo wir dann sagen, okay, alles, was nötig ist, machen wir weiter und alles, was nicht nötig ist, die Produktion von irgendwelchen, meinetwegen Löffel und Tassen. Wir haben schon mehr Löffel und Tassen auf diesem Planeten als Menschen. Wir haben gar keinen Grund, mehr Löffel und Tassen zu produzieren oder zu kaufen oder zu verkaufen. Und dass wir jetzt halt gezwungen sind, endlich, also auch das Verstehen, ne, diesen Zwang, den Zwang haben wir ja schon immer, dass wir endlich diesen Zwang vielleicht verstehen, natürlich mal wieder aus Selbstschutz heraus, dass wir dann sagen, ja, wir schränken uns jetzt ein, müssen uns einschränken, reduzieren auf das Nötigste. Und das tut jetzt wahrscheinlich erstmal weh. Ich freue mich aber ein bisschen darüber, wenn ich zum Beispiel denke, ich wohne hier in Finnland, was für eine Anstrengung das ist, als Aktivist zum Beispiel zu sagen, wir wollen keine Flüge von China, also Touristen von sonst woher, hierher karren. Denn das tut dem Tourismus vielleicht gut, dem Portemonnaies von ein paar, aber dem Planeten tut es letztlich nicht gut. Ja, wir verlieren jeden Tag hunderte von Arten auf diesem Planeten durch unsere Lebensweise. Ja, so wie wir hier in Finnland leben, brauchen wir sechs Planeten. Geht natürlich nicht. Ne? Und jetzt auf einmal kommt so ein klitzekleines Virus daher und auf einmal wird nicht mehr so massiv geflogen. Ist auf jeden Fall, wenn man sich das Große und Ganze anguckt, ist das eine gute Sache. Ja. Und aus dem Blickwinkel Coronavirus zu betrachten, im Prinzip mal als Dämpfer, als Denkzettel, vielleicht auch zum Wachrütteln, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und mir tut es gleichzeitig natürlich leid für viele, viele Leute, die direkt betroffen sind, wo es dann ja das Gefühl gibt, dass wir jetzt leiden. Die Frage ist natürlich, wer ist wir? Na, sind wir die Gemeinschaft des Lebens oder sind wir nur die Menschen? Genau. Ja, ein paar Gedanken zum Coronavirus. Ich wünsche allen alles Gute, habt euch lieb und passt auf euch auf. Tschüss.